So Leute, heute zeige ich euch, wie man die Länge einer E2 ermittelt. Die erste Möglichkeit ist, ihr nehmt 2 Meter Stäbe, klappt sie aus, so, einen Meterstab haltet ihr links und einen anderen Meterstab haltet ihr rechts und dann liest ihr den Gesamtabstand oder die Breite des Flurs als die Summe zweier Abstände ab. In diesem Fall haben wir jetzt von links gemessen 700 mm und von rechts gemessen sind es 797 mm. Zusammen wären das 1497 mm. Von dieser Länge müssen jetzt 3 mm abgezogen werden, um die Passgenauigkeit der E2 sicherzustellen. So, Möglichkeit 2, ihr nehmt ein Laserentfernungsmesser. Ich habe hier einen von Bosch. Haltet ihn an die gewünschte Befestigungsstelle, beispielsweise diese hier. Schaltet den Laserentfernungsmesser ein und dann könnt ihr schon den Abstand ablesen. Hier sind es 1497 mm. Dann drückt ihr auf diesen Knopf. Jetzt haben wir dann auch festgehalten, von dieser Länge oder von dieser Breite müssen wir jetzt 3 mm abziehen, um auf die Länge der Klimmzugstange E2 zu kommen. 3 mm müssen abgezogen werden, um die Passgenauigkeit zu gewährleisten. So Leute, das ist die Klimmzugstange, so wie sie von uns verschickt wird. Recht kompaktes Paket, ihr macht es auf und da ist schon die E2 zu sehen. So sieht das gute Stück aus. Hier sicherlich etwas krumm im Video, aber die Stange ist gerade. Macht euch keine Sorgen. So, hier ist die E2. Sie hat eine Länge von 1494 mm, genau das, was wir brauchen. Und wenn wir sie in die waagerechte Position bringen, dann könnt ihr schon sehen, dass sie sich ein bisschen verkantet. Wenn sie jetzt noch länger sein würde, würde man tatsächlich Gefahr laufen, sie gar nicht in diese Stellung bringen zu können. So, richtigerweise müsste man sie jetzt auch so anbringen. Und wenn man das Ganze mit den Schrauben anzieht, dann würden sich die Laschen etwas verbiegen hin zur Wand. Und die Klimmzugstange würde dann tatsächlich sehr passend und sehr fest hier zwischen den beiden Wänden sitzen. Vielen Dank. Ich hoffe, dass euch das Video helfen wird.